Und von daher, wenn man das aufteilen könnte auf so 3 bis 4 Linien, ist halt schon schöner. Finde ich persönlich so. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr lieber mehr oder weniger Linien haben wollt. Hilfreich ist es definitiv. Und dann werden wir mal schauen. Also Nachtbus-Konzept steht noch überhaupt nicht. Nicht ganz. Wie gesagt, da wurden auch noch keine Linien gemacht. Wir haben jetzt gerade Fahrplanerhebungsfahrten, was die Stadtlinien betrifft. Also diese 182 hier gehört nicht dazu. Die 184 glaube ich auch nicht. 180 auch nicht. Also die 80er Linien nicht. Alles und die 79 ist glaube ich auch ausgenommen. Aber 165, 77, 78 sind momentan, da werden momentan Erhebungsfahrten gemacht. Da haben wir auch schon zusammengesessen, haben das schon gemacht. Also quasi, dass man sich mal an die Verkehrsregeln hält. Und aber der eine, der beschleunigt halt schneller, ne? Also man, wenn man jetzt sagt, ja, hier, jetzt haltet ihr euch dann alle an die Verkehrsregeln, wie soll denn da ein diverses Konzept, also so ein gewisser Rahmen bei rumkommen, wo man dann den Durchschnitt nehmen kann? Ist halt so, wir sind alle unterschiedliche Busse gefahren, ja? Unterschiedliche Busse beschleunigen anders. Noch dazu hat jeder seine andere Art und Weise halt zu beschleunigen, ne? Also ich beschleunige gerne mal etwas schneller, weswegen ich dann halt schneller vielleicht bei der 50 bin und bremst dann vielleicht was später. Also sowas hier. Ne? So eine etwas stärkere Bremsung. Kann ja sein. Der Josh und der James, die fahren ja eher gemütlich. Da bin ich dann halt so der Wert, der halt für den kürzeren Fahrplan sorgt. Und die anderen beiden, die gleichen das dann wieder aus. Und ich denke, so wenn wir das so zusammenloten plus Carstens Erhebungsfahrten, dann sollten wir doch eigentlich auf ein ganz gutes Ergebnis kommen. Finde ich. Also dann sollte das klappen mit den Fahrplänen, dass da keiner irgendwie eine Krätze kriegt, was das jetzt angeht. Und ja. Das sollte doch passen. Und entweder bin ich die wirklich zu lange nicht mehr gefahren, die Linie. Oder Carsten hat hier den Spline ausgetauscht. Weil ich weiß es nicht. Ich schäme mich gerade ein wenig dafür, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Aber der Spline sah jetzt gerade anders aus. So, 30. Wie ihr wisst, bei Carsten ist das keine Empfehlung, sondern eine Vor- Gut, es ist immer eine Vorschrift. Aber bei Carsten solltet ihr die dann auch einhalten. Das ist dann keine Vorschrift, Empfehlungsgedöns, sondern das ist einfach ein Fahr besser 30, sonst bereust du am Ende. So, wir haben grün. Nehme ich doch direkt mal. Die Ampel hier, die fahre ich, da fahre ich doch direkt mal rüber. Jo. Ja, und wie gesagt, den Bereich, den kennt ihr ja soweit. Werbungen haben wir jetzt schon eine ganze Menge. Ich habe jetzt hier auch schon, ja, ich habe mir jetzt eine von den älteren Werbungen ausgesucht. Ich finde aber die FOM-Werbung ziemlich cool. Deswegen, ja. Habe ich die jetzt mal ausgewählt. Wir haben aber noch eine ganze Menge. Also James und Carsten waren fleißig und sind auch fleißig. Die posten da ja auch immer fleißig, was das angeht, im Ruhrau-Thread. So, hier ist 80, Leute. Dürft ihr fahren, ne? Und, also wenn ihr so Updates bekommen wollt, entweder hier bei uns Chaoten in den Videos oder eben halt im Ruhrau-Thread im OMSI-Forum. Da findet ihr immer, wenn der James mal neue Repaints gemacht hat, der Carsten mal neue Repaints gemacht hat. Oder, vielleicht auch der Carsten ein Stückchen von der Karte neu gestaltet hat oder neue Objekte von mir eingetroffen sind. Das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger, dass der Carsten noch neue Bereiche gemacht hat, weil, wie gesagt, er hat jetzt noch Hallo. Maintenance Hallo. Work gemacht, Hallo. quasi, dass er da alles aufarbeitet, was noch fehlte. Fehlende Kreuzungen, alte Splines austauschen. Wir sind jetzt gerade noch dran, Add-ons zu reduzieren, dass ihr möglichst wenig Zusatzcontent braucht und ihr möglichst viel von uns mitgeliefert bekommt. Also quasi ein Freeware-Add-on, wie man so möchte.
wo ihr eigentlich kaum was zusätzlich installieren müsst, was ihr nicht eh schon habt, wenn ihr ohnehin schon Omsi-Fahrer seid. Also, dass man da wirklich so ein paar Add-ons nur braucht und sich nicht da die halbe, das halbe Forum installieren muss. Weil wir kennen ja da alle das Problem, dann hat man eine Karte, man will irgendwas runterladen, beziehungsweise man will irgendwie die Karte halt, ne, fahren. Braucht ein Add-on, das muss man runterladen und Add-on ist nicht mehr da. Ist natürlich scheiße, ne, will man ja nicht. Aber gut. Gute Nachrichten haben wir noch. Wir Chaoten, also zumindest drei Viertel der Chaoten und Luisa. Ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Wir haben wieder was aufgenommen. Ein Chaoten-Crew, also für die Chaoten halt Minigame-Gedöns. Ich verrate noch nicht, was es ist. Das wird dann, denke ich, ab nächster Woche Montag kommen. Da haben wir, ja, doch recht witzige Videos, wie wir finden, aufgenommen. Und wir hoffen, dass euch die auch so gefallen und ihr die auch witzig findet. Also wie gesagt, 15 Uhr nächsten Montag, denke ich. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, vielleicht fangen wir da auch schon früher mit an. Aber ich denke, das wird nächsten Montag 15 Uhr werden. So, wir haben es jetzt auch nicht mehr allzu weit. Wir sind jetzt eine Birkenstraße. Schauen wir mal drauf. Birkenstraße. Ja, ein bisschen über die Hälfte haben wir. Ah, haben wir da tatsächlich doch noch ein bisschen. Ich wieder mit meinem Großmaul. So. Oh, schon Viertel nach sieben. Mensch. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt reales Dortmunder Wetter genommen, deswegen muss die Heizung auch nicht so viel heizen. Wie ihr seht, 14 Grad. Oh, finde ich das schön. Das finde ich so schön. Warte, Erlenweg? Ach, Schulbus. Okay, cool. Betrifft uns nicht. Erlenweg. Haltestelle, ja. Was wollte ich sagen? Ah ja, 14 Grad. Ja, wir haben 14 Grad. Ich bin ja so das Sommerkind, ne? Ich hasse es ja, wenn es so kalt draußen ist. Weil du bist immer tierisch eingepackt und wenn du da mal rennen musst, dann bist du doch wieder am Ölen, weil es zu warm ist. Mit den Winterjacken. Und nee, ich hab das lieber, wenn das warm ist. Schön. Natürlich, das sollte nicht heiß sein, dass du jetzt da nur am Ölen bist. Jetzt habe ich ein bisschen scheiße gehalten. Aber zumindest so. Hallo. Dass du halt angenehm, weiß ich nicht, kurze Hose, T-Shirt-Wetter, dass du nicht übelst am Schwitzen bist, aber eben halt schön angenehm rausgehen kannst. Hier in Dortmund ist dann Busfahren ja auch meistens eine Wohltat, weil wir haben ja alle Klimaanlagen bei der Kör. Das ist ja schön, dass das Standard ist. Ich kenne da einen Verkehrsbetrieb, der das nicht hat. Ja, ich wüsste auch gar nicht, welcher das wäre. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es wieder wärmer wird. Wir haben jetzt 14 Grad, am Wochenende soll sogar tatsächlich 22 Grad werden. Ich bin gespannt, ob es das wird. Ich freue mich drauf. Wenn es das wird, mache ich drei Freudensprünge, du. Weil das ist einfach schön, wenn es warm ist. Weil unschön, dass ich am Samstag in der Uni hocken muss. Weil mein Semester fängt Freitag wieder an. Da fällt mir ein, apropos Samstag, ich hätte überlegt, am Samstag zu streamen. Ich muss die Chaoten nochmal fragen, aber blockiert euch schon mal den Tag. Am Freitag streamt der Josh, ich denke wieder ab 19 Uhr, also Josh und Luisa streamen da. Und am Samstag werde ich dann hier folgen, ne, was das angeht, mit Streaming. Von daher, haltet euch da mal bereit. Es wird natürlich wieder Anything Can Happen. Also, dass wir dann vielleicht auch mal ein bisschen, vielleicht denke ich wieder, da war ich gerade in einem Loop. Als ich hier Informatiker, Satz nicht fertig gebaut im Kopf. Repeat. So, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, da wird auch Omsi wieder mit dabei sein. Und was uns sonst noch so einfällt. Mensch, Husten. Der Husten, den hat man ewig, ne? Den wird man nie los.
So. Oh, Mensch. Und am 20.04. ist auch schon die Präsentation der fertigen Varianten. Es nickt sie zwei Addons. Ich freue mich schon wie so ein Kleinkind da drauf. Es rückt immer näher, der Tag. Weil wir haben den 3.04. Es ist schon wieder April. Fucking April. Und wie gesagt, 20.04. Yes! Ich freue mich da wie ein Kind drauf, quasi. Weil der wird einfach nur Bombe. Ich weiß jetzt schon, dass der Bombe wird. Und wenn der draußen kommt, ich will gar nicht wissen, ob der, egal. Wenn der rauskommt, der Bus, sobald der rauskommt, versuche ich dann natürlich auch in den Event-PC 2 einzubauen, dass ich mir so ein bisschen die Curve-Variante zusammenschraube. Versuche ich ja mit dem Facelift gerade auch, mit der Hilfe vom guten Theo. Ich hoffe, dass wir beide das noch irgendwie ans Laufen kriegen. Wir sind da ja im Schreibkontakt, was das angeht. Das wäre schon schön, das würde mich schon freuen. Weil, ja. Ist schon cool, der Event-PC 2, also der Curve-Drucker hier. So, Türchen auf, Türchen zu. So, will die Ampel noch grün werden oder nicht so? Oh, jetzt halte ich hier den ganzen Verkehr auf. Ist ja unschön, ne? Aber ich glaube, an dieser Ampel habe ich bisher schon immer länger gestanden. Jetzt haben wir auch schon 2 Minuten Verspätung. Nein, 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 nein. Na komm. Liebe Ampel. Donnerstraße. Ja, 1, 2, 3. Ein paar weniger Haltestellen noch. Hören wir uns die Ansage doch nochmal an. Donnerstraße. Finde ich sehr schön. Der hat der Mozart wieder sehr schön gesprochen. Oder der Benito, sagen wir mal. Ich feiere ja seine Ansagen, ne? Ich höre die ja sehr gerne. Also, ich finde die wirklich cool. Von daher. Ich freue mich darüber, dass er die wieder gemacht hat. Ist ja immer schön, ne? Und wie gesagt, wer Mozart, Benito nicht hören möchte, aus welchen Gründen auch immer, der mag dann bitte zur Linguatec-Variante greifen. Der James ist ja so der Linguatec-Mensch, bei ihm fährt ja nur Linguatec rum. Und von daher, wie gesagt, ich habe die Linguatec-Ansagen vom James auch schon bekommen. Beziehungsweise nicht nur ich, die anderen Chaoten auch. Der James wird sie, glaube ich, auch schon in einem Video gezeigt haben. Ich werde mir dann einfach mal die Ansagen auch mal, denke ich mal, in einem Video zeigen. Dass ich einfach mal die nächste Runde, die ich fahre, einfach mit Linguatec-Ansagen fahre. Ich glaube, ich bastel mir da einfach eine separate Hofdatei, dass ich die einfach Linguatec und einmal ohne Linguatec. Weil du musst ja die Global Strings ändern, damit man auf den entsprechenden Ordner zugreift. Also es wird dann nichts ersetzt quasi, sondern es wird erweitert, dass man jederzeit wieder umändern könnte. Man muss es halt nur in der Hofdatei anpassen. Das ist aber allerdings ein Kinderspiel. Und die Linguatec-Stimme, die der James da genommen hat, das war die gute Petra. Die ist mir ja ohnehin sehr vertraut, die Stimme. Die wird ja hier benutzt in Dortmund, um anzusagen, welche Bahn als nächstes einfährt. Also welche U-Bahn, welche Stadtbahn. Wir haben ja sonst menschlich gesprochene Ansagen. Aber eben halt für die U-Bahn werden sie benutzt, für die Stadtbahn. Und ich kenne sie halt aus Bonn beispielsweise, ne? In Bonn hast du ja auch immer die Petra, was die Ansagen macht. Und bei der Burgestra kenne ich auch die Dingensansagen hier. Hallo Jasmin. Kenne ich auch die Ansagen, die Linguatec. Allerdings ist es da ein Kerl. Und die Ansagenstimme gibt es leider nicht in der kostenlosen Version. Weswegen es halt die Petra geworden ist. Neumarkt. Neumarkt. Schön. Ich mache jetzt bald auch mal wieder eine Let's Play Style Challenge. Herr James hat da auch noch einen Vorschlag gedingenst und ich muss die ganzen Vorschläge mal alle abarbeiten.
Ich hoffe dann ein bisschen, was? Ich höre ein Tatütata. Das ist, glaube ich, das Bremer Tatütata. So. Dann haben wir das hier. Ah, schön. Mir gefällt... Ah, Mensch. Ich mag die Karte ja, ne? Also... Das ist, wie gesagt, definitiv meine Lieblingsmap für den Omsi. Ist definitiv Ruhrau. Ruhrau 2. Weil da hat der Carsten... Die hat der Carsten so schön gestaltet. Das gefällt mir so gut. Da kommt so ein schönes Feeling bei rum. Schöne, moderne Stadt. Und eben halt auch Ruhrpott, schön an der Ruhr. Deswegen, das mag ich, es gefällt mir. Ich mag diese modernen Städte. Und da kommt auch schön das Gefühl rüber, dass man hier eine Stadt hat. Und von daher, das gefällt dem Julian doch sehr gut. Jo. Ich bin ja mal gespannt, wenn ihr bei den anderen in den Videos vorbeischaut oder im Omsi-Forum. Aber lieber bei den anderen in den Videos, weil da seht ihr dann Bewegtbilder davon, was ihr von dem ZOB-Dach sagt. Weil, wie gesagt, wir haben die Beleuchtung fertig, habe ich am Anfang des Videos schon erwähnt. Beleuchtung ist fertig. Und da lohnt sich, einen Blick da mal zu riskieren. Wenn ihr mich fragt. So, können bitte ein bisschen mehr als zwei fahren? Oh, scheiße. Na dann, warten wir hier und kriegen Verspätung. 3 Minuten. Ist ja fast nichts. Stadtwall. Der ist hier vorne, oder? Ja, der Stadtwalder war richtig vorne, okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. Einfach mal ein bisschen Licht hupen. Ich weiß, die können nichts machen. Ich gucke ja gerade A Way Out bei Gronkh und Funk Royal, also beim Gronkh, beim guten Erik und beim Max. Die beiden spielen das Spiel in der ausführlichsten Version. Also das A Way Out ist ein Spiel mit einer unheimlich geilen Story. Du bist quasi... Es treffen sich zwei Gefangene im Knast, die beide vom gleichen Typen übers Ohr gehauen wurden und wegen dem halt im Knast sitzen. Die versuchen dann halt, oder was heißt, ja, die brechen dann halt aus. Und damit endet aber dann noch nicht das Spiel. Damit ist die Story noch lange nicht vorbei. Du kannst eine ganze Menge in dem Spiel machen. Es ist wirklich, wirklich cool. Es muss sogar tatsächlich nur einer kaufen. Der andere kann einfach per, wenn du dann Co-op auswählst, kann einfach dann der andere, muss sich dann, lädt sich dann halt einfach das Spiel runter, automatisch. Ohne dass er es halt kaufen muss. Er kann es dann halt natürlich nur spielen, wenn der Co-op-Partner dann halt auch mit dabei ist. Aber trotzdem finde ich eine unheimlich geile Geschichte. Gefällt mir super, super gut. Ich habe leider keine PlayStation. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Und du hast halt konstant immer Splitscreen, also du siehst immer, was der andere macht. Und es funktioniert auch technisch gut. Also die stimmen das dann auch immer so ab, dass du dann den größeren Fokus oder den großen Fokus auf die Szene hast, die halt gerade wichtig ist. Und nicht, wo jetzt irgendwie gerade irgendein Schwachsinn ist. Das finde ich schon wirklich cool gemacht. Also schaut da definitiv mal vorbei. Ist ein sehr cooles Projekt. Ein sehr cooles Spiel. So, wir haben es jetzt dann aber auch geschafft. Bin zu spät.
speichere das mal gerade. Ich weiß nicht, ob ich's, ob das halt, ne, wegen Dingens, aber. Aber ich habe es trotzdem mal abgespeichert. So. Dann habt ihr jetzt hier genug Schwarz-Weiß. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Feedback natürlich gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr wollt, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sag auch Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Bis dahin. Ciao.